Das folgende Rezept bekommt von uns einen Gesundheitspunkt. Hallo, hier ist Alexandra von Rohe Energie. Willkommen zur Weihnachtsbäckerei. Heute möchte ich euch die Mokka-Ecken vorstellen. Dazu braucht man 200 Gramm Butter, Margarine, 125 Gramm Vollkornmehl, Vollkorn-Dinkelmehl oder Weizenmehl, ist egal. 200 Gramm Zucker, da sollte man auch braunen Zucker nehmen, so ist es jedenfalls in dem Rezept angegeben, weil das nämlich Vollwert Kekse sind. Also das ist irgendwie so ein 80er und Brigitte Rezept, deswegen, das war damals was unter Vollwert, brauner Zucker und Vollkornmehl. Zwei Eier, da habe ich jetzt wieder so ein Eiersatzpulver genommen, das hatte ich beim Lebkuchen schon benutzt, das hat sehr gut funktioniert. Ungefähr 150 Gramm Blockschokolade, fein gehackt und 125 Gramm Haselnüsse, da sage ich gleich auch noch was dazu. Dann noch zwei Esslöffel Wasser, ein Teelöffel Backpulver, dann nehme ich immer das, da ist nämlich kein Phosphat drin, ein Teelöffel Zimt und einen halben Teelöffel gemahlene Nelken. Ja, das ist erstmal das, was man für den Teig braucht. Nachher braucht man für den Guss noch ungefähr 200 Gramm Puderzucker und 3 Esslöffel Instant-Kaffee. Gut, dann fangen wir mal an. So, als erstes nimmt man die Margarine. Den Zucker. Die nachgemachten Eier. Den Zimt. Und das Nelkenpulver. Mist, jetzt habe ich den falschen Dings. Und rührt es mit dem Handrührgerät schaum. So. Jetzt kommen die grob gehackten Nüsse und die Schokolade dazu. Ich habe das früher mal so gemacht, dass ich gehackte Haselnüsse gekauft habe und die Schokolade dann per Hand klein gehackt habe. Das ist irgendwie eine Sauarbeit und ist auch relativ, man wird sehr schmutzig, ja? Aber vor allem ist es sehr anstrengend, das alles so klein zu hacken. Und dann habe ich jetzt das so gemacht, dass ich das in den Mixer getan habe, also das ist so ein wie nennt man das? Handmixer. Also das ist so ein Gerät von Braun. Da ist so eine große Schüssel und eine kleine Schüssel und eben dieser Zauberstab, wie es manche Leute nennen. Das ist hier das Messer dafür, das kommt dann da rein. Und das ist total praktisch. Da kann man einfach die ganzen Nüsse und die etwas zerkleinerte Blockschokolade reintun. Und dann kann man das hacken. Und dann wird es auch kein Brei. Dadurch, dass die Nüsse und die Schokolade, das funktioniert nicht. Also es wird nicht mehlig oder sowas. Weil wenn man Nüsse alleine reintut, gibt es dann Mehl. Aber wenn man das zusammen mit der Schokolade macht, dann wird das richtig so schön, wie man das jetzt hier sieht. Dass es kleine Nüsse und kleine Schokostücke sind. Ja? Da kann man sich sehr viel Arbeit mitsparen. Also ich finde das Ding total super. Gut, dann kommt jetzt also die grob gehackten Nüsse und die Schokolade und das Mehl und das Backpulver. So, und man kann jetzt wahlweise Rum, wenn man keine Kinder dabei hat, oder eben Wasser, 2 Esslöffel. Wasser, einfach damit die Konsistenz gleich bleibt, kommt dazu. Und das wird jetzt auch wieder verrührt. So, fertig ist der Teig. Der kommt jetzt gleich auf ein
Backblech, auf ein eingefettetes Backblech und wird dann bei 150 Grad Heißluft 20 Minuten gebacken. So, jetzt verteile ich den Teig auf dem Backblech. Es kommt natürlich darauf an, was ihr für ein Backblech habt, ob ihr da noch Backpapier drunter machen wollt oder nicht. Das bleibt euch überlassen. Es geht so oder so. Also mit beidem. Ihr könnt es auch einfetten oder wenn ihr ein ganz gutes Backblech habt, dann braucht es auch nicht einzufetten. Das müsst ihr dann ein bisschen selber wissen. Da kennt ihr euer Backblech ja dann besser. So, das Verteilen ist ein bisschen aufwendig. Das kann der Lars ja dann noch ein bisschen zusammenschneiden, weil das dauert jetzt, bis man das gut verteilt hat. So, geschafft! Und jetzt kommt das Blech bei 150 Grad Heißluft für 20 Minuten in den Backofen. So, jetzt ist es fertig gebacken. Dann holen wir das raus und stellen es irgendwo hin zum Abkühlen, bis wir dann nachher den Guss drauf machen können. So, für den Zuckerguss brauchen wir 3 Teelöffel Instant-Kaffeepulver oder ich habe jetzt hier den Malzkaffee genommen. Und 3 Esslöffel heißes Wasser. Das kommt dazu. Dann heißt deswegen, damit sich der Kaffee auflöst. Den Puderzucker kann man natürlich ganz normal auch mit lauwarm, also aus der Leitung Wasser nehmen. Also das ist Zimmertemperatur, so heißt es. Dann braucht man die Hitze nicht für, sondern nur damit sich der Kaffee auflöst. So, das verrühren wir. Und dann kommt nach und nach eben der Puderzucker dazu. Immer wieder einrühren, damit nicht so dicke Klumpen entstehen. So, das ist jetzt eine gute Konsistenz, so dass es fließt, ja, aber nicht zu flüssig ist und auch nicht total festklebt. So, das kommt jetzt auf die Mokka-Ecken. Moment. So, jetzt kommt hier der Guss drüber. Erstmal wieder schön verteilen. Und wichtig ist, dass man die jetzt gleich schneidet. Oh ja. Weil wenn das nämlich erstmal angetrocknet ist, der Guss, dann bricht er euch. So, jetzt werden die Mokka-Ecken geschnitten und zwar erstmal der Länge nach. Und dann wichtig ist auch immer zwischendurch mal mit einem feuchten Tuch das abwaschen, den Guss, weil sonst verschmiert man das alles. So, dann werden sie waagrecht geschnitten. Gott, sie sind noch jetzt etwas trocken geworden. So. Fertig. Und wenn man möchte, kann man da jetzt zum Beispiel noch, was ursprünglich drauf hat, so eine kleine Mokka-Bohne draufsetzen. Die muss man auch in feuchtem Zustand draufdrücken, damit sie dann halten. Gut, viel Spaß beim Nachbacken und guten Appetit!